это местная природа, местные горы. У нас очень хороший отель с бассейном, который с видом на эти горы. У нас проходит по 2 тренировки в день. Лед здесь хороший, похож на классический, как везде в Европе. В общем, нам все нравится. Как ты зовут? Чмоки-чмоки. Hi, my name is Sana Sidorova. I'm a day skipper of the Russian International Curling Team. We are preparing here for the European Women's Championship, and we're really glad to be here because the city is really nice and the sightseeing is really awesome. So everything is really good, and we hope to be here again. Thank you. Hi, my name is Kate Galkina. I'm a member of the Russian National Curling Team, and we really enjoy our stay here, and we do really like the place and the people around who are very kind and always ready to help whenever any problems occur, so we do really like it in here. Thanks. Добрый день, меня зовут Людмила Прививкова, я игрок сборной команды России по кёрлингу. Мы очень рады быть здесь, в городе Адельботен. Очень здорово тренироваться здесь и в то же время наслаждаться прекрасной природой, видами, воздухом. Ich liebe schönes Wetter in Adelboden. Guten Tag. Unsere Mädchen sagt, dass wir haben Praktik hier, wir haben trainieren. Wir haben das erste Mal in Adelboden gefahren und mir gefällt hier alles. Schöne Wetter, schöne Leute, schöne Berg, alles. Vielen Dank. 2014 sind die Spiele ja in Sochi. Ich hoffe, da seid ihr auch noch Trainer. Wie realistisch sind die Chancen für eine Medaille? Man muss es von zwei Seiten anschauen. Also, die Olympischen Spiele werden so sein, dass es werden 10 Länder vertreten sein in den Damen. Medaillen gibt es ja Gold, Silber, Bronze, somit theoretisch 30% Chancen für eine Medaille. Wenn man das Ranking anschaut von den Ländern und wenn man das kann sagen, wenn jedes Land würde tatsächlich die beste Mannschaft schicken an die Olympiade, dann ist heute Russland irgendwo auf Rang 7, irgendwo dort umeinander wahrscheinlich, 7, 8. Aber der Abstand von 7 bis 3, 2, das ist sehr nah beieinander. Also das ist, das Team kann jedes Team schlagen. Konstanz ist das andere. Das wird schlussendlich Ausschlag geben. Aber ich bin guten Mutes und das ist auch der Auftrag, den wir haben, in solche Medaillen zu holen. Es ist schwierig, realistisch gesehen, es ist sehr schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Und solange es nicht unmöglich ist, muss ich sagen, bin ich sehr zuversichtlich. Und wenn ich sehe, was sie schon für Fortschritte gemacht haben, muss ich sagen, wir werden realistisch eine gute Chance haben. Ja. Dann ist die Arbeit mit den Curling-Damen eine Freude und... Das ist das Beste, was es gibt. Das ist, wie gesagt, ich meine, es ist irrsinnig schön, auch mit 5 disziplinierten Körnerinnen zusammenzuarbeiten, die wollen. Und es ist nicht, manchmal ist es vielleicht auch ein Müssen für sie, aber das ist nicht negativ gemeint, Müssen, sondern einfach, das ist, wenn die eine Medaille holen, das ist für sie nachher der Status, den sie haben in Russland, ist das etwas sehr Wichtiges haben.